بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, ich will hier ein neues Projekt vorstellen. Das Projekt Lasst uns 100.000 Dawa-Zentren in Deutschland gründen. Ihr werdet sicherlich denken, das ist ein Aufruf zu spenden für 100.000 Dawa-Projekte. Der andere wird denken, ist jetzt ganz irre geworden, jetzt will er 100.000 Dawa-Zentren aufbauen. Aber das Projekt ist, wie gesagt, lasst uns 100.000 Dawa-Projekte, Dawa-Zentren gründen. Lasst uns 100.000 Dawa-Zentren gründen. Und jetzt wird wahrscheinlich der Verfassungsschutz, dem wird wahrscheinlich gerade, wenn er den Kaffee am Trinken ist, wird ihm wahrscheinlich der Kaffee auf den Schoß gefallen sein oder vielleicht auch vom Stuhl gefallen, vielleicht auch in Ohnmacht gefallen, kann auch sein. Aber ich rufe euch dazu auf, 100.000 Dawa-Zentren in Deutschland zu errichten. Ihr habt sicherlich davon gehört, dass man versucht, EZP zuzumachen in Mönchengladbach etc. Erstmal, wofür gibt es den Verein Einladung zum Paradies? Ich möchte erstmal etwas betonen. Es gibt einmal den Verein Einladung zum Paradies und dann gibt es die Internetseite, die ich gegründet habe, Einladung zum Paradies. Ja? Und der Verein Einladung zum Paradies e.V. unterstützt die Internetseite Einladung zum Paradies. Was den Verein Einladung zum Paradies angeht, so sind die Mitglieder und die vom Vorstand Freunde von mir, die mit mir zusammenarbeiten. Ich persönlich war jedoch nie Mitglied und nie Vorstand und nie Vorsitzender davon, von dem Verein. Weil es gibt dort des Öfteren Missverständnisse in dieser Sache. Jetzt zum Punkt. Ja, es wird erzählt, dieser Verein soll zugemacht werden und so weiter und so fort. Erstmal, ich habe gesagt zu einigen Leuten, wen interessiert das? Und manche Leute sind vielleicht erschrocken, die sagen, ist jetzt Heuchler geworden? Wie kann ihm das egal sein, ob der Verein geschlossen wird? Wie kann ihm das egal sein, ob die Moschee geschlossen wird? Und die Antwort darauf ist, mir ist das nicht egal, weil der Verein geschlossen wird oder die Moschee geschlossen wird, dass mir der Verein nicht gefällt oder dass mir die Moschee nicht gefällt, sondern ich schaue mir den Nutzen des Vereins und den Nutzen der Moschee an. Und es gibt einen großen Nutzen, aber das Ziel des Vereins ist es, die Botschaft zu überbringen. Und ich weiß ganz genau, und das Ziel der Moschee ist, die Botschaft zu überbringen. Aber ich weiß ganz genau, wenn diese Leute uns eine Tür zumachen, dass Allah uns inshallah 100 Türen aufmachen wird. Und deswegen sage ich, egal, und ich weiß, zum Zeichen des nahen Sieges gehören immer die Niederschläge. Das ist immer so. Schaut euch die Geschichte des Propheten a.s. an. Man hat ihn aus Mekka rausgeworfen. Er wurde vertrieben. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die ein Mensch erleben kann, dass er aus seiner eigenen Heimatstadt vertrieben wird. Aber was ist dadurch passiert? Dadurch hat er eine ganze Stadt sozusagen islamisch gemacht. Dadurch ist der erste islamische Staat entstanden. Wir schauen uns den Zauberer, den Jungen an, der getötet worden ist. Durch seinen Tod haben auf einmal alle Leute geglaubt. Das heißt, nach dem Niederschlag kam immer die Erleichterung. Wie Allah sagt, im Koran sagt, Inna ma'al usri yusra. Wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Ja? Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und deswegen, danach wird die Erleichterung kommen. Danach wird ein anderer Weg aufgemacht werden. Ich bin mir ganz sicher. Und von daher, unser Ziel war es in diesen Jahren, eine große Welle zu erzeugen. Denn der Tsunami, ein Tsunami fängt an mit einem kleinen Erdbeben unterirdisch. Und im Nachhinein wird es zu einem Tsunami. Eine Lawine fängt an mit einem kleinen Schneeball. Und der wird groß. Und unser Ziel war es, die erste Welle so groß wie möglich zu machen. Das heißt, tausende Vorträge zu machen oder so viele Vorträge wie möglich zu machen und die so weit wie möglich zu verteilen in den verschiedensten Internetforen. So, das ist die erste Welle. Ihr seid jetzt gefragt, aus dieser Welle einen Tsunami zu machen. Ihr seid jetzt gefragt, aus diesem Schneeball eine riesengroße Lawine zu machen. Wie könnt ihr das machen? Indem ihr in Deutschland 100.000 Dawa-Zentren gründet. Und wie könnt ihr das machen? So wie wir damals angefangen haben.
Wir werden jetzt eingeengt. Wir werden jetzt bekämpft. Das sieht man ganz klar. Ihr wisst genau, wir sind diejenigen, die das Gegengewicht zur Terrorfraktion sind. Trotzdem hat man uns angegriffen, weil wir öffentlich Kundgebung machen. Weil wir Dinge bei Namen nennen, die andere nicht beim Namen nennen. Und weil wir Millionen von Flyern verteilt haben. Ja, und Hunderttausende von DVDs, weil wir die Masse erreichen wollen. Das heißt, die erste Welle hat begonnen. Was ihr jetzt machen müsst, ist, in jeder Stadt, wo ihr seid eine Gruppe von Leuten, tut euch zusammen, ihr habt die erste Welle, ihr habt diese Vorträge und macht in euren Wohnungen, so wie es wir es schon vor 19 Jahren gemacht haben, ja, macht in euren Wohnungen Dawa-Sitzungen. Das heißt, jeder Muslim mit seinen Freunden, die ihr kennt, ihr sollt Dawa-Sitzungen in euren Wohnungen machen. Das heißt, einmal die Woche, zweimal die Woche trefft ihr euch. An einem Tag, wo ihr Zeit habt, zum Beispiel Donnerstag, zum Beispiel Samstag, und ihr schaut euch einen Vortrag gemeinsam an. Ihr macht etwas zu essen, macht einen Vortrag, schaut euch einen Vortrag an und diskutiert danach darüber. Macht das einmal die Woche und nehmt euch vor, jeden Einzelnen in dieser Stadt zu erreichen. Selbst wenn die Seite zugemacht wird und selbst wenn, was weiß ich, wir alle abgeknallt werden sollten oder was auch immer. Egal! Die erste Welle ist gekommen, der Tsunami kommt danach. Das heißt, ihr müsst die Leute mittragen, aber kein gefährlicher Tsunami, der den Menschen schadet, sondern ein Tsunami, der den Menschen Nutzen bringt. Ja? Der Dauer-Tsunami. Kein wirklicher Tsunami, sondern eine Metapher. Das heißt aber hier, ihr müsst jetzt weitermachen. Ihr müsst diese Botschaft verbringen. Deswegen, ganz einfach, ihr seid 5, 6 Freunde. Nehmt euch vor, in eurer Siedlung, ihr macht eine Sitzung, ihr verteilt Flyer an Leute, ihr trefft euch in der Wohnung. Keiner kann euch das verbieten. Ja? Das kommt vielleicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren auch. Aber ihr trefft euch dort. Ihr macht etwas zu essen, ihr holt euch beispielsweise, was weiß ich, im Imbiss ein paar Hähnchen oder was auch immer, sammelt ein bisschen Geld oder ein paar Süßigkeiten, ein bisschen Kuchen, setzt euch hin und dann redet ihr über den Islam. Ja? Schaut euch einen Vortrag an, Sinn des Lebens. Ihr holt vom Fußballverein, ihr versucht eure Kumpels, die nicht Muslime sind, mitzuziehen. Ja, bei der Arbeit, ihr versucht die Leute, die nicht Muslime sind, mitzuziehen, die Muslime sind, mitzuziehen. Und so versucht ihr nach und nach alle Leute zu erreichen. Und glaubt mir, wenn ihr das macht, ja, dann schaffen wir es in Deutschland, 100.000 Dawa-Zentren zu eröffnen, nämlich, dass die Wohnungen zu Dawa-Zentren werden. Und dann werden wir 84 Millionen Menschen zum Islam rufen, inshallah. Das ist meine Botschaft und ich zähle auf euch. Macht mit, fangt heute an. Fangt heute an, jetzt, wenn du diesen Vortrag gehört hast, rufe deine Freunde an und sag, hey, schau dir einen Vortrag von Pierre Vogel an, Projekt 100.000 Dawa-Zentren in Deutschland, wie fangen wir an? Und dann setzt ihr euch zusammen und ihr fangt nächste Woche mit der ersten Sitzung an, ihr bringt einen Vortrag, einen Laptop und ihr schaut euch den ersten Vortrag an und ladet alle meine Vorträge runter, ja, und schaut euch diese Vorträge an, Dawa-Kurse, kritische Schirk-Analyse, Tauhid, war Jesus Muslim oder Christ, Sekten, etc. Und dann fangen wir an. Und glaubt es mir, damit werden wir inshallah großen Erfolg haben. Ich sage diese Botschaft, möge Allah uns helfen, das Projekt von 100.000 Dawa-Zentren in Deutschland zu realisieren. Das heißt, vielleicht wird eine Moschee zugemacht in Mönchengladbach und dafür machen wir 100.000 andere Moscheen auf. Alhamdulillah. Inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.